Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier und uns am Aufbauen im Krieg gegen quasi Neurussland. Und die kommen aus der Zukunft und wir haben hier Steinzeittechnologie, was da im Vergleich dazu. Aber wir kriegen es noch irgendwie hin, uns zu verteidigen. Der Gegner kommt gerne mit Luftwaffe. Habe ich das Gefühl. Aber das sollte doch kein Thema sein. So, er kommt doch schon wieder mit Luftwaffe. Da kommt er schon wieder mit Luftwaffe. Aber das ist alles nicht schlimm, Freunde. So. Jetzt hört doch mal. Und der Gegner schießt gerne meine Bürger kaputt. Der Gegner schießt gerne meine Bürger kaputt und lädt jetzt natürlich hier wieder was mitten in meiner Basis ab. Ach, ist das ein Penner. Ja, na klar. Aber zum Glück haben wir da Türme, ey. Mann, ich muss unbedingt mehr Flachs bauen, Freunde. Ey, echt. Ich brauche mehr Flachs hier. Für die mehr Flachs brauche ich aber auch ein paar mehr Bürger. So, wo ist Molly? Wo ist Molly? Wo ist Molly? Da ist sie doch. Haha, hi Molly. So. Oh, wie viel... Wie viel will der Gegner noch aufrüsten hier? Verdammt nochmal. So. Wisst ihr was? Baut erstmal Flachs. Baut erstmal Flachs. Das ist erstmal wichtiger. Gegen diese scheiß Luftwaffe. Schießt er wieder meinen Bürger weg. Das gibt's nicht. Es fängt an zu nerven. Also, der Gegner mit seinen Lufteinheiten auch fängt echt an zu nerven. Wartet mal, aber ich kann doch Flakpanzer bauen. Das mache ich jetzt einfach mal. Einfach so als Zwischenlösung gegen die ganzen Hubschrauber, die hier rumfliegen. Ist ja wohl echt jetzt nicht mehr wahr. So, und ich brauche mehr Jäger. Bau mal F-15 Jäger, so. Einfach wegen der ganzen Luftwaffe. Verdammt nochmal, ey. So, da kommt er wieder mit dem Hubschrauber an. Beziehungsweise er versucht es, okay. Ich brauche mehr Flachs, ich brauche mehr Flachs, ich brauche mehr Flachs. So, alles klar. So, Flakpanzer habe ich jetzt hier. Dann rollt ihr mal bitte nach da hinten. Ja, Freunde, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren hier, was diese Mission angeht. Vor allem auch, weil die blöde Haubitzen, weil die wieder nach vorne fahren hier. Das ist ja wohl... Ja, jetzt macht er meine... Ach Gott, ey. Der hat's aber auch mit seinen Wächtern, ne? Ey, Priester! Hör auf! Scheiß Priester! Och! Dumme Priester, echt. Ich hasse Priester. So. Aber wir können jetzt das Tor aufschießen. Wir können jetzt das Tor aufschießen. Okay, dann würde ich sagen, schießen wir das mal auf. So. Die sind als Wache da für die Haubitzen. Und die Haubitzen schießen jetzt das Tor auf. So, aufmachen hier, los. Ja, genau, natürlich. Hat er Lufteinheiten hier. Alter Schwede, Mann. So. So, aufmachen. So, los hier. Da ist Krieger der Zweite. Ach du Heilige. Da ist Krieger der Zweite, los. Drauf da. Krieger der Zweite. Geil. Echt geil. So. Krieger der Zweite. Ah, wir brauchen echt auch Einheiten für Luftabwehr. Okay, das heißt, nochmal komplett neu aufbauen. Wir werden angegriffen. So, das heißt, wir brauchen Flakpanzer. So. Weg damit.
Scheiß Luftwaffe von dem, echt. Die Drecksluftwaffe geht mir so auf den Piss. Sorry, dass ich das so Wörter benutze, aber es ist einfach so. Das geht mir auf den Piss, diese Luftwaffe. Ah Gott. Einfach Haubitzen bauen, so. Und danach werde ich dann einfach wieder diese M1-Panzer bauen. So, okay, alles klar. Was höre ich da schon wieder, Priester? Hä? Warum seid ihr denn jetzt alle hier? Ach, das Holz ist weg. Verdammt, das Holz ist weg. Das ist natürlich jetzt blöd, ne? Ich hoffe, dass die möglichst lange hier überleben. Ja, na klar. War klar, dass die hier einen von denen kaputt machen, ne? Der hat's auch voll auf meine Flakpanzer abgesehen. So. So, mach die Skywatcher kaputt. Danke. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Aber warte mal, die Marinesoldaten können ja auch auf Lufteinheiten schießen, ne? So, ich rüste mich jetzt einfach hier auf. Das ist mir scheißegal. Ja, klar. War so klar, ne? War so klar. Naja, Gott, ich glaube, viel Holz brauchen wir auch gar nicht mehr. Der Vogel wieder. So, So. Marinesoldaten. Bams. So. Genau, die können auf die Hubschrauber ballern. Das finde ich sehr gut. Weg mit dem Scheiß, echt. Weg mit dem Scheiß. Ich habe da keine Lust mehr drauf, echt nicht. So. Direkt den Priester platt machen, das ist die richtige Devise. Dämliche Priester. Was fällt denen ein, ey? So. Jetzt habe ich zwar Bevölkerungslimit, aber schaut euch das an. Hallo? Molly, was machst du denn da an der Front? Hör bloß auf, ey. So, Freunde, wie müssen wir das jetzt genau machen? Töten Sie Gregor den Zweiten. Okay, erstmal Gregor den Zweiten töten. Okay, das kriegen wir vielleicht sogar hin, denke ich. So. Wir haben uns ja hier unten... Sehr gut. Wir haben uns ja hier unten schon ein Loch reingeschossen. Das heißt also, eigentlich haben wir jetzt freie Bahn auf Gregor den Zweiten. Ne? Aber, ja. Wenn da nicht seine patrouillierenden Einheiten wären. Ja, da macht wieder einer meiner Bürger platt. Da hat er Spaß dran, der Gegner. Da hat er echt Spaß dran. Was ist das denn hier schon wieder? Hubschrauber. Boah, ey, unbedingt dieses Scheiß... Oh Gott, die Artillerie wegmachen, los. Die Artillerie wegmachen. Gregor der Zweite haben wir hier auch noch. Okay. So. Ach du Scheiße, ey. Da ist er, Gregor der Zweite. So. Kaputt machen, los. Ich muss die Artillerie unbedingt wegmachen. Wartet mal, Freunde. Ganz dringend dieses scheiß Artillerie platt machen. Wo ist die Artillerie? Da ganz hinten, ja, war klar. So. Schießt euch durch, los. Gregor der Zweite. Ey, das reicht nicht. Bitte was? Das reicht nicht? Puh. Okay, Freunde. Ich glaube, wir hatten hier einen Autosave, ne? Ja, genau. Laden. Guck ich mal, was der hier bringt. Vor dem Angriff. Sehr gut. Vor dem Angriff. Okay, da muss ich mir jetzt was anderes überlegen. Weil die zu verlieren kann ich mir ehrlich gesagt nicht leisten, weil... Wir kriegen hier nirgendwo Holz her. Das ist das Problem gerade. Da läuft er rum. Der Gregor der Zweite, da läuft er rum. Oh Mann. So, jetzt kommt her hier. Uschi-Partei. So. Ich muss am besten außerhalb der Range von dieser scheiß Artillerie bleiben.
Nee, da ist die Artillerie. Die macht halt übelsten Schaden. Und der scheiß Priester weg, genau. Die scheiß Artillerie, die muss unbedingt weg. So, und hier diese Haubitzen auch. So, dann können wir gleich in Ruhe, nämlich auf Gregor den Zweiten. Da ist der Kartoffellaster, habt ihr den gerade gesehen? So, schaffen wir das jetzt? Bitte, ey, bitte. Ich hab bitte gesagt, Freunde. Das könnte hinhauen. Das könnte hinhauen. Boah, wir haben so viele Haubitzen. Das könnte echt hinhauen. Nee. Oh, ganz knapp. Ganz knapp. Okay. Aber das war schon besser. Das war schon besser, Freunde. Wir müssen uns einfach hier diesen Gregor den Zweiten kaputt machen. Aber erstmal natürlich diese Drecksartillerie, ne? Ist klar. Und die Panzer vor allem. So, hier. Auch diese Paladin-Kanonen, ey. Das ist so unfair. So, Mensch. Der hat so viel Artillerie. Das ist einfach unfassbar. Mann, ey. So. Koloss-Artillerie von wegen, ey. Am Arsch. Oder muss ich echt die Spione einsetzen? Ich glaube nicht. Ja doch, ich muss wahrscheinlich echt die Spione einsetzen. Aber ich weiß nicht, ob das viel bringen wird. Soll ich jetzt tatsächlich hier einen Spion dahin bringen? Aber das ist doch alles abgesichert. Das können wir doch vergessen, ey. Wartet mal, ich habe eine andere Idee. Ich gehe erstmal mit den Panzern vor hier. So. Erstmal mit den Panzern, ja. Erstmal die scheiß Artillerie wegmachen. So, Bams. Und dann habe ich gleich die Haubitzen für Gregor den Zweiten. So. Die Haubitzen platt machen. Los. Ach du Scheiße, das dauert so lange. Das dauert so lange, ne? Wo sind die scheiß Artillerie? Da. So, kaputt machen. Okay. Jetzt schießt er mich von da hinten weg. Oh. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Okay, dann wartet halt hier. So. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Wie viele Einheiten will der noch bauen? Das ist aber auch heftig. Wie viele Einheiten der baut, der Gegner. Fährt er mit seinen Paladin-Kanonen rum, ey. So. Meine Fresse. So. Gregor, da bist du, Gregor. So, jetzt. Ach du Heilige, so. Okay. Auf Gregor. Wahrscheinlich direkt auf Gregor. Schaffen wir das diesmal? Jetzt kommt er hier mit dem Priester an. Der Dreckspriester. So, wegmachen. Boah, diese Artillerie. Oder muss ich vielleicht mit Bombern arbeiten? Muss mir gerade nochmal eine Taktik überlegen, muss ich sagen. Gegen diese Drecksartillerie. Es kann sein, dass ich da meine Bomber... Wartet mal. Bau mal einen Atombomber. Ein Atombomber, das könnte die Lösung sein. So. Drecksartillerie, Mann. So, 500 Holz haben wir bekommen von der Ukraine. Das ist gut. Das können wir... Ah, stimmt. Wir haben ja noch gar nicht verkackt. Wir haben ja noch gar nicht verkackt. Haha, okay. Ich würde sagen, ich baue einfach mal diesen Atombomber. Ja, dazu müssten natürlich die Flachs erstmal weg, ne? Ach. Dumme Priester, Mann. Ach. Penner, echt, ey. Das nervt. Das nervt übertrieben. Diese dreckigen Priester, Mann.
Mein Gott, ey. Die nerven richtig. So. Marinesoldaten, los. Für diese scheiß Hubschrauber. So, Atombomber. Gut. Dann. Mit dem kann ich ja zumindest jetzt mal. Auch wenn. Ach du Heilige. Ja klar. Danke. So, mit dem. Was kann ich jetzt mit dem anstellen? So. Nicht in die Flak. Ah, das sind noch tausende Flaks. Sehr gut. Okay, dann schmeißt sie einfach hier auf die. Bam! Sehr gut. Zumindest mal ein paar. Paladin-Kanonen weniger beim Gegner. Sehr gut. Das heißt, wir können wieder Haubitzen bauen. Vielen Dank, liebe Ukraine. Echt nett von euch. Oh, und wir haben kein Eisen mehr, was? Das braucht halt alles Eisen, ne, was wir hier bauen. Es braucht alles Eisen. Die Maschinengewehre, ja, okay. Braucht alles Eisen, deshalb. Also das ist... ja. Okay. So, und ihr geht mir ganz schön auf die Nerven mit euren Hubschraubern. So. Macht den Transporthubschrauber weg. Macht ihn weg. Boah. Gott sei Dank. Da ist noch ein Transporthubschrauber. Boah. Freunde. Ich glaube, in dieser Folge schaffen wir tatsächlich nur diese eine Mission. So. Ey. Wie oft noch? Kannst du auch was anderes, außer mich mit Hubschraubern nerven? Mein Gott, ey. So. Ich meine, die machen nicht viel Schaden, aber trotzdem, das nervt. So. Aber ich glaube, mit dieser kleinen Armee, mit dieser Armee hier, müssten wir jetzt eigentlich an Gregor den Zweiten rankommen. 4 Haubitzen. 6 Haubitzen. Ah, okay. 6 Haubitzen. Ist noch ein Marinesoldat. Haben wir jetzt mal ein bisschen Ruhe. Mann. Haben wir jetzt mal ein bisschen Ruhe. So, Team 1, Team 2, so. Team 1. Und was ist da jetzt wieder? Cyborgs. Okay. Kommt doch schon wieder mit dem Hubschrauber, ey. So, Freunde, dann würde ich sagen, speichern wir das erstmal ab. Das ist ja echt heftig. Echt krass. Also, dass wir so eine Probleme hier haben, hätte ich gar nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein. So. Flakpanzer. Sehr gut. So. Und wegmachen den Scheiß. So. Mann. Schon wieder so ein Transporter. So. Der Gegner, er hat zumindest jetzt weniger Artillerien. So. Die Paladin-Kanonen. Bitte wegmachen. Und vor allem das hier unten. Das hier. Das nervt, Freunde. Das nervt. So. Da oben das auch. Hier oben. Die da. So. Wegmachen. Los. So. Und zurückziehen. Aha, das Flugfeld ist weg. Sehr gut. So. Und ein Priester. Mach den Wichser platt. Sorry, aber das musste. Priester nerven halt. Jetzt kommt er hier mit so einem Dreckswächter an. So. Mein Gott. So, alles klar. Dann haben wir ja zumindest erstmal jetzt. Priester. Wegmachen. Wegmachen. So. Die bringen mich ganz schön aus dem Konzept, diese Dreckspriester. So, er hat noch eine Artillerie. Er hat noch eine Artillerie. Wegmachen. Sehr gut. Alles klar. So, Gregor, wo bist du? Wir haben uns hier durchgeschossen. Da unten hat er noch eine. Eine Artillerie. Verdammt nochmal. So. Alles klar. Gut. Gregor, wo bist du? Er hat sich irgendwohin zurückgezogen. Da ist er. Ja gut, aber das ist jetzt zu wenig, ne? Das ist jetzt zu wenig, um den Platz zu machen, leider.
Das ist leider zu wenig. Aber wir haben ihn weiterhin geschwächt. Wir haben ihn weiterhin geschwächt. So, nochmal eine Armee. Aber jetzt brauche ich mal Maschinengewehre, glaube ich. Die können zwar nicht in die Luft schießen. Aber dafür kann ich ja Flakpanzer mitnehmen. So. Die brauchen auch Eisen, ne? Ah, verdammt. Dann nehme ich halt Gold. Ja, die brauchen Gold. Das ist gut. So, okay. Alles klar. Dann muss ich mal gucken, wie ich das jetzt mache. Das war dann den Gregor platt kriegen. Der nächste Angriff wird es richten, Freunde. Der nächste Angriff wird es richten. Boah, was eine Schlacht. Was eine Schlacht. Aber wer kann denn auch da... Wer kann denn auch damit rechnen, dass der Gregor mit zurückkommt? Ich meine ja nur. Also wer kann denn damit rechnen? Ich konnte nicht damit rechnen. So. So. Der Jägerbomber? Der kann mal ein bisschen scouten, was hier noch so drin ist. Was hat er denn hier noch? Der hat eigentlich nichts mehr, ne? Eigen... Aha! Wegmachen! Kaputt machen! Kaputt machen! Kaputt machen! Kaputt machen! Kaputt machen! Bevor du von der Flak kaputt gemacht wirst. Hallo! Kaputt machen! Ach, das heilt sich. Ach, das Zeug heilt sich. Ja, okay. Okay, das war's. Warum heilt sich das denn? Da ist ein Sturm. Warum ist hier ein Sturm? Aha, schaut mal. Da ist der Computer. Cool. Okay, alles klar. Oh, schau ich das an. Flakpanzer. Geile Sache. So. Dann haben wir es ja gleich, ne? Würde ich sagen. Ich meine... Ich weiß, es ist jetzt... mag euch ziemlich unsinnig vorkommen mit diesen Steinzeitwaffen. Im Vergleich gegen die Zukunftswaffen zu kämpfen. Aber ich glaube, dass diese Waffen gar nicht mal schlecht sind. Na, gar nicht mal so schlecht. So, ihr seid bitte Team 2. Wo denn jetzt schon wieder? Jetzt hört doch mal auf. So. Wie gesagt, ich glaube nämlich, diese Waffen sind nicht schlecht. Nicht zu vernachlässigen. So, deswegen, ich möchte auch irgendwie den Weg mit den Spionen ein bisschen umgehen. Weil ich das irgendwie nutzlos finde. Ah, seht ihr das? So, Flakpanzer. Ich weiß, Maschinengewehr gegen Cyborg ist jetzt nicht gerade so geil, aber... Aber irgendwie wird das schon passen. So. Wieder keine Ressourcen. Gut. Alles klar. Dann reinrollen. Los. Rein hier. Und diese, das da kaputt machen. So. Und das da platt machen. Platt machen. Diese Drecksartillerien platt machen. So. Und hier das platt machen. Los. Er hat dann noch mehr. Er hat dann noch mehr. So, hier unten rein. Da. Kaputt machen. So, und jetzt Gregor den zweiten. Los. Jetzt muss das aber reichen. Schaut euch das an, ey. Ja. Oh, was wurde jetzt gesagt? Gregor der zweite ist platt. So. Okay. Da haben wir unseren Fortschritt. Schon mal gut. Okay, dann... Oh, die bauen hier schön nach, das ist gut. So, dann kommt ihr beide mal bitte her. Was will denn der Priester jetzt hier? Alter, dieser Dreckspriester. So, wegmachen. Meine neuen Hasseinheiten sind das. Scheiß Priester, ey. So. Ach du, der hat immer noch Dings da. Artillerien. Genau. Aber dann können wir das hier kaputt machen. So. Aufschießen das Tor. Oh Gott. Das kann natürlich jetzt eine Weile dauern, ne? Ist klar. Was zur... Der hat da noch mehr. Wo kommt das denn schon wieder her?
Und den Priester platt machen, so. Dann hier unten das kaputt machen, los, so. Das hier kaputt machen. Verdammt nochmal. So. Laserturm. Platt machen. Reicht das, wenn ihr hier seid? Ich weiß es ja nicht. Wer versucht mich da schon wieder zu beklauen hier? Mann. So. Nee, das reicht leider nicht. Ach du Heilige, Molotow, komm mal raus da. Wir brauchen, denke ich mal, Verstärkung. Oh ja. Wir brauchen... Alter Schwede, raus da. Dann geht mal raus da. Wir brauchen Verstärkungen. So. Puh, ey. Okay. So, dann... Diesen Laserturm da bitte kaputt machen. Platt machen, los. Och, was zieht sich das denn jetzt? Ja, die Folge ist eigentlich auch schon voll. Mal wieder, aber... Alter Falter, ey. So. Was macht man das Zeug hier im Arsch? Wie viel hast du denn noch? Er hat noch eine Artillerie, aber die ist da hinten. Okay. Och. Scheiß Priester. So. Platt machen. Loch reinschießen. So, los. Alter Falter. Geht mal da raus, ey. Geht mal aus der Reichweite von den Dingern. So. Das ist halt das Blöde. Ich bräuchte eigentlich voll die Haubitzen hier. Holz. Gut, wir haben Holz gekriegt. Das ist sehr gut. Ja, jetzt kommt er wieder mit Hubschraubern an hier. Aber ist okay. So. Jetzt hört doch mal auf. Ah, das ist jetzt halt... Das ist jetzt halt kacke. Das ist jetzt halt echt blöd, ne? Oh mein Gott, und ich habe keine Armee mehr. Shit. Ah, toll. Ich habe nur meine Flakpanzer hier. Schieß mal bitte diesen... zwei Wächter da weg. So, den auch bitte. Da muss ich mich nochmal zurückziehen. Das ist ja wohl nicht wahr. Oh, Gottes Willen. Soll ich das vielleicht nochmal laden? Ich weiß es nicht. Ja, definitiv. Okay, dann werde ich das nochmal laden, Freunde. Das war vor 4 Minuten, das geht. Nö, ist mir jetzt egal. Ich will einfach... das jetzt hier mal schaffen. Was ist denn hier los, ey? So. Man schießt hier... Ach, da ist noch Grigor. Der lebt noch, okay. Da ist noch Grigor. Der lebt noch. Na gut, okay. Grigor lebt noch. Alles klar, interessant. Grigor, der Zweite ist tot. So. Jetzt muss ich mit dem Menschen Grigor sprechen. Alter Falter, schau euch das mal an. Alter Priester. So. Ihr könnt da mal ein Loch reinschießen, ja? Schießt da mal ein Loch rein, bitte. So. Da oben? Meine Flakpanzer? Ja gut, aber das ist okay. Ich glaube... Oh, Priester! Schieß den kaputt, Mann! Die Priester bringen mich so aus dem Konzept hier, ne? Das ist unfassbar. Habt ihr es bei... Och, nein! Ah, verdammte Kacke. Seit wann kommt denn der jetzt mit Atombombern an? Seit wann kommt der mit Atombombern an? Seit wann? Das hat er beim letzten Mal nicht gemacht. Gut, dann schießt euch einfach hier durch, Mann. Schießt da endlich mal ein Loch rein. Das kann ja wohl nicht sein. Dass das so lange dauert, die Mauer kaputt zu machen. Das kann doch nicht sein. Nö.
dass das so lange dauert, diese scheiß Mauer platt zu schießen, ne? Unfassbar. Echt unfassbar. Ich fokussiere mich jetzt einfach nur auf die Mauern hier. So. Oder keine Ahnung. Erstmal auf Grigor. So. Grigor müssen wir nämlich zuerst platt machen. So, den kriegen wir kaputt. Den kriegen wir ja kaputt. Das ist ja nicht das Problem, ne? Das Problem ist viel eher, dass ich hier keine Artillerien mit dabei habe. So, dann bitte raus hier. Oh, scheiß Priester. Verdammt nochmal. Der ballert aber auch mit seinen Artillerien immer hier rein. Ich glaube, ich ziehe mich mal nach hier oben zurück, wa? Und jetzt diesen Laserturm da kaputt schießen, genau. So, Laserturm platt schießen. Wie viel halten die aus? So. Genau. Die können jetzt da ruhig. Ach du Heilige. Pff. Jetzt kommt er auf einmal mit Atombombern an. Pff. Muss ich echt überlegen, ob ich das so schaffe. Diese scheiß Mauer mal kaputt zu schießen. Nee, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ihr nervt, wisst ihr das? Lasst doch mal meine Maschinengewehre in Ruhe. Ihr seid so feige, echt. Ihr seid so feige Stücke. Verdammt nochmal, ey. So. Ja, mit Bombern, na klar. Mit Bombern. Gottes Wellen. Es muss doch hier irgendwie möglich sein, hier ein Loch reinzuschießen. Mein Gott. Oh. Pff, ich weiß nicht, ob ich das so schaffe. Ey. Muss ich nochmal laden. Es tut mir leid. Aber wenn ich hier keinen... Nee, dann geht nochmal raus. So, dann geht einfach nochmal raus. Ich kriege ja diese mit Drecksmauern gar nicht aufgeschossen. Geht einfach raus. Zieht euch zurück. Zieht euch zurück. So. Wo kriege ich jetzt möglichst schnell Holz her? Ihr schießt bitte dieses Drecksteil da ab. Mein Gott, Menschenskinder, ey. Das ist eine Materialschlacht, also Hut ab. Spiel, Hut ab. Also... Echt nicht schlecht. So, da sind die Hyperions. Okay. Wo denn da jetzt schon wieder? Was zur Hölle, ey. Dreckspriester, direkt wegschießen, ey. So, direkt wegschießen. Ja, ist okay, kommt. So, 500 Holz haben wir jetzt hier bekommen. Der Priester schon wieder. Dieser Dreckspriester schon wieder, Mann. So. Ja, lass doch mal... Ihr seid so feige, echt. Gegen Einheiten, die sich nicht wehren können. Ihr seid so geil. Okay. Schieß drauf. Uah. Das ist immer so scary, ey. So. Nein, hört doch einfach auf, Panzer zu bauen. Ich brauche eigentlich Artillerie. Ah, gut. Puh, so haben wir halt mehr Panzer. Ist doch auch okay. So. Alles klar. Wo werden wir jetzt wieder angegriffen? Da kommt der Atombomber. Was will denn der? Nö. Boah, zum Glück. Zum Glück ist der ein bisschen... Was macht der? Was macht dieser Atombomber? Ja, okay. Das geht aber. Boah.
Ja, nein! Alles wieder weg, weil ich nicht überall sein kann, Leute. Was ist denn? Ach, ihr nervt mich echt. Ihr nervt mich. Ich mache jetzt hier so lange weiter, bis ich diese Drecksmission schaffe. Was soll denn das? Ach, Mann. Scheiß Artillerien. Kaputt machen. So, und jetzt hier einfach Krieger platt machen. So. Krieger platt machen. So. Flakgeschütze bitte mit nach vorne. Dieser Scheißpriester. So. So. Jetzt hier aber. Alter. Geht mir auf den Sack. Oh, der hat noch eine. Das ist zu viel irgendwie. Das ist irgendwie gerade echt zu viel. Das ist echt zu viel. Puh. Dann auch noch diese Drecksäcke. So, schießt diesen Atombomber platt. So, wunderbar hier. Wir haben Flak dabei. Sehr gut. Ist klar. Dann hier diese Scheiße platt machen. Nein, geht doch auf den Atombomber. Boah, Gott sei Dank. Es ist einfach so massig, was der Gegner hier an Armeen hat. Es ist einfach so massig. Es ist einfach so massig, Freunde, oder? Das ist doch viel zu viel. Das ist echt viel zu viel. So, Rückzug. So, jetzt haben wir hier unsere 500 Holz. Das heißt, ich kann wieder 4 Haubitzen bauen. Boah, ey. Was eine Schlacht. Was eine Schlacht, Mann, ey. Jetzt nochmal neu aufbauen. Wenn ich's denn darf. Wenn ich's denn darf. So, bitte einmal alle hochheilen. Pff. So, einmal ausruhen. Letzte Ruhephase jetzt hier. Bis wir hoffentlich den Gegner platt machen. Wieder eine XXL-Folge. Aber das ist halt so. Und ja, Leute, ich hoffe, dass euch das nach wie vor gefällt hier. So. Ja, jetzt habe ich... Jetzt habe ich wieder nichts, was gegen diese scheiß Luftwaffe von ihm ist. Ja, dann bau halt Flakpanzer. So. So. Alter. So, da kommt er wieder. Da kommt er wieder. Kommt er wieder an, der Sack hier. Und macht meine Türme platt. Was zur Hölle? Was ist das denn? Stinger-Soldat. Okay. Ja, die Ukraine, das ist ja auch irgendwie ein Reinfall, ne? Die Ukraine ist auch irgendwie ein Reinfall. Da habe ich ja auch mehr erwartet. So. Die, boah, da kriegt man immer so Schiss, ne, wenn man die sieht. So. Boah, Gott sei Dank. Zum Glück ist der ein bisschen blöd, der Gegner. Nein! Oh! Na, Gott sei Dank, aber der hat nicht viel erwischt. Wir werden angegriffen. Boah. Alter. Was will der jetzt mit Atombombern, ey? So, alle mal nach vorne. Ach, verdammt. Die Flakpanzer. Das hier unbedingt kaputt machen, ey. So. Boah. Der mit seinen...
Ja, geh nur auf meine Flak-Einheiten, wisst ihr? Ihr nervt mich echt langsam. Ihr nervt mich. Molly kommt direkt mit. Ja, ja, ist okay. Ja, die Ukraine, die macht aber auch nichts irgendwie, ey. Die Ukraine, die macht gar nichts. So, dann schießt die doch kaputt. Oh, wie viele Panzer? Wie viele Panzer hier rumfahren? So. Oh. Das war's eigentlich auf einen Schlag. Auf einen Schlag kann ich die Scheiße wieder neu laden. 41 Minuten, ey. 41 Minuten. Wie lange soll sich das jetzt noch ziehen? Wie lange soll sich das jetzt noch ziehen? Nur wegen seinen Drecksatombombern. Weil er nichts anderes machen kann, außer Atombomber zu schießen, ey. Das ist doch unfair. Das ist doch mega unfair. Kommt doch mal nach vorne. Was ist denn hier los? Dann rennt er hier noch mit Priestern rum. Oh, schön daneben schießen lassen, ey. Der Dreckspriester! Mann. So. Okay, ich muss auf jeden Fall irgendwas... Ja, lass den da drauf schießen. Ich müsste eigentlich echt irgendwas... So, die Flieger... Genau. Wartet mal. Okay. Dann geht mal wieder raus hier, los. Und ihr helft mal bitte gegen die Bombern mit. So. Boah, ey. Was eine Schlacht. Was eine Schlacht. So. Hier gegen, los. Dagegen. Und ihr auch. Oh, Gott sei Dank. So. Puh, ey. So, Grigor. Grigor der Zweite. So. Kaputt schießen jetzt. Dreckspriester. So, wartet mal, ihr. Wir müssen uns auf... Oh, schau dich das an. Wie viele Artillerien der hat. Schaut euch das an. Das ist unnormal. Das ist unnormal. Aber hier sind alle auf einem Schlag. Das ist schon mal echt gut. So. Nur Paladin-Kanonen. Mehr hat der nicht. Boah, natürlich genau das, was mir extrem weh tut hier, ne? Da, Hauptsache, da steht auch noch eine im Weg. So, können wir jetzt hier endlich ein Loch reinschießen? Da ist noch ein Panzer. So, das sieht doch gut aus, ey. So, das sieht doch besser aus. Oh mein Gott, das sieht echt besser aus. Ich glaub's nicht. Ja, Atombomber. Dann schmeiß halt deine Scheiße. So. Ist okay. Ihr könnt das bitte kaputt schießen da, ja? Wenn ihr drankommt. Na, okay. Gut, egal. Genau. Wartet mal. So. Du kannst bitte... Diese Drecksartillerie. Gut, und ihr könnt bitte hier drauf ballern. Genau. So, das heißt, wir kriegen jetzt hier ein bisschen Verstärkung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Alles klar. Dann schießt den scheiß Cyborg weg. So. Und diesen Panzer. Aber das sieht doch eigentlich echt besser aus jetzt. Wenn er nicht mit Bombern ankommt. Okay, aber hier. Hier. Nein. So. Schieß das doch... Was? Schieß das kaputt. So. Alter Falter. Ihr nervt. Hallo, was... Ach, Team 1. So.
Mein Gott, haben wir es jetzt bald mal, ey. Ja, nimm mir meine Luftabwehr weg. Wisst ihr? Wisst ihr? Aber die Mauer brennt schon. So, Molly. Oh, nee, das ist... Okay. Oh! Molly und Molotow, kommt mal bitte her. Ja gut, aber ich hab's fast. Fast haben wir's, Freunde. Wir haben's fast. Mal gucken. Ich speichere das jetzt erstmal. Wir haben schon 45 Minuten. Ja, weil ich das einfach noch zu Ende kriegen will. Ja. Wieder XXL-Folge, aber das seid ihr mittlerweile gewohnt. Ja, klar. Nimm mir nur meine Panzer weg. So. Was sind die besten Einheiten gegen Panzer? Eigentlich Panzer, ne? Ja, Bomber, genau. Eieieiei. Das kommt da hier aber voll an und jetzt kriege ich auch noch Sodbrennen. Genau. Genau, wer Flakpanzer da noch. Aber die Mauer brennt. Das ist gut, die Mauer brennt. Alter. Wie viele Einheiten will der noch ausheben? So. Ich brauche jetzt einfach diese blöden Flakpanzer. Und einfach normale Panzer. Jede Menge, ja. Jede Menge normale Panzer. So. Ja, genau. Geh du, flieg du nur in meine Basis rein, Penner. Flieg du nur in meine Basis rein. Marinesoldaten. Hauptsache, er hat's voll auf meine Dings abgesehen, ey. So. Krabam. So. Flakpanzer in Action. Verdammte Hacke. So. Dann. Ist das ohne eine unübersichtliche Schlacht hier, ey. Aber Molly und Molotow. Ihr seid bitte Team 2. Und ihr seid bitte Team 3. Abschießen. Hallo. So, und abschießen die Scheiße. So, wunderbar. Das sollte eigentlich schon reichen. Kommt er schon wieder mit dem Bomber? Mein Gott, der kann nichts anderes. Der kann jetzt nichts anderes mehr, außer diese scheiß Flugzeuge. So. Meine Fresse. So. Und wieder mal Flieger. Okay, Molotow. General Molotow, ja, okay. Hallo? So. Das ist jetzt egal, kommt. Nein, das ist egal. So, schön auf die Panzer. Nein, 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 nein. Team 1 bitte schön nach vorne. So. Einfach reinfahren hier. Der hat doch nicht mehr viel jetzt. So, der hat doch jetzt nicht mehr viel. Und zack, genau. Und jetzt hier das Loch einfach reinschießen. Aha, Team 3. Wunderbar. Und dann können wir doch eigentlich hier jetzt rein. Molotow, komm rein. Oh. Nach 50 Minuten, ey. Sollte ich den Bunker betreten können. Muss nur noch die Tür aufsprengen. Seid gegrüßt, General Grigor. Sie kennen mich noch nicht. Mein Name ist Molotow. Ich komme... Ich weiß genau, wer Sie sind. Mein Robot-Diener hat mir von Ihrem Verrat erzählt. Ich verstehe nur nicht, wie ein einstmals guter Mann sein Volk verraten konnte. Vielleicht waren Sie immer nur ein halber Mann. Ihr mechanischer Namensvetter ist der Verräter.
Seinetwegen werden Millionen Unschuldiger sterben. Alle Nationen der Welt werden die Namen Grigor und Neurussland verfluchen. Lügen. Als der Roboter zu mir kam, erklärte er mir alles, was geschehen wird. Kämpfe, Eroberungen, Ruhm. Glauben Sie wirklich, ich hätte es anders gemacht? Hätte ich lange genug gelebt? Soll das kurzsichtige Volk Ihrer Zeit meinen Namen verfluchen, solange es mein Sklave ist? Aber genug davon. Mein Schicksal wartet. Wachen! Ich hatte gehofft, ich würde einen vernünftigen Mann hier finden. Grigor, Held des russischen Volkes. Stattdessen finde ich einen irren Tyrannen. Ich kann nicht zulassen, dass Ihr Albtraum meine Realität wird. Ui, okay. Ich spüre den Zeitstrudel. Er zieht mich zurück. Aber in welche Zukunft? Eine bessere oder schlechtere? Er hat also Grigor den ersten platt gemacht. Krass. Boah, was ein Spiel. Was eine Mission. Boah, schaut euch das an, was der hier in Ratte. Krass. Einfach krass. Einfach krass. Aber ja, es war halt jetzt die vorletzte Mission und in der nächsten Folge, Freunde, geht es tatsächlich in die letzte. Gucken wir mal, wo sich der... in welche Zukunft der Molotow gereist ist. Die letzte Mission. Was? Oh. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Szenario abge... Hä? Das ist aber ein Open End, ne? Das ist ein offenes Ende. Aber gut, Freunde. Dann würde ich sagen, geht es als nächstes weiter mit dem Add-In-Paket. Und zwar Zeitalter der Eroberung oder Art of Conquest, wie es auch heißt. Genau, also das Let's Play ist tatsächlich noch nicht vorbei. Es geht hier weiter. Okay, Freunde, boah, das muss ich jetzt erstmal auf mich sacken lassen. Ich würde mal sagen, einfach eine normale Abmoderation. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter. Und ja, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder in der Add-on-Kampagne. Und die wird nochmal genauso lang, das kann ich euch jetzt schon sagen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.